Reisfelder prägen das Landschaftsbild von Bangladesch. Im ärmsten Land Asiens engagiert sich World Vision Schweiz seit über 10 Jahren mit regionalen Entwicklungsprojekten. Mit landestypischen Begrüßungsritualen und Tänzen wird die ehemalige Schweizer Eiskunstläuferin Dennis Bielmann willkommen geheißen. Die Rhythmen wirken ansteckend. Tanzen verbindet Kulturen. Dennis Bielmann engagiert sich seit einigen Jahren als Patin bei World Vision. Sie ist nach Bangladesch gekommen, um ihr Patenkind Salanti kennenzulernen. Mit klopfendem Herzen stehen sich die beiden zuerst noch mit etwas Zurückhaltung gegenüber. Doch das Eis ist schnell gebrochen und das kleine Mädchen freut sich riesig über das mitgebrachte Geschenk. Denise genießt den Augenblick des Zusammenseins und ist froh über die gute Entwicklung des 7-jährigen Mädchens. Die Eltern des Patenkindes leben von der Landwirtschaft. Zunächst lässt sich Denise über die Anbaumethoden informieren, bevor es zur tatkräftigen Unterstützung nach Hause geht. Das Leben im Dorf ist einfach, aber seitdem die Bewohner von den Projektaktivitäten als Hilfe zur Selbsthilfe profitieren, hat sich ihr Leben positiv verändert. Mit Schulbildung erhalten die Kinder eine echte Zukunftsperspektive. Dank der Unterstützung von World Vision konnte eine Schule gebaut werden, die sich heute besonders über den Besuch des berühmten Gastes aus der Schweiz freut. My name is Denise Bielmann and I'm from Switzerland and I love Bangladesch. Es ist lange her, seitdem Denise selbst die Schulbank gedrückt hat. Und doch weiß sie, dass hier für die Kinder im Projekt ein wichtiges Lebensfundament gelegt wird. Früher konnten nur wenige Kinder zur Schule gehen. Den Eltern fehlte das Geld für Bücher, Stifte und Hefte. Außerdem gab es kaum Lehrmaterial. Das hat sich nun geändert. Wie groß die Talente der Schüler sind, zeigen die Kinder im spontan inszenierten Schweizerdeutschkurs. Bravo! Ich habe mein Patenkind Salanti besucht. Die Familie ist sehr arm, doch dank der Hilfe von World Vision kann Salanti in den Kindergarten und später auch in die Schule gehen. Ich bin wirklich sehr beeindruckt von dieser Hilfe. Dennis Bielmann ist froh, dass sie mit der Unterstützung einer Patenschaft einen wichtigen Beitrag für die Zukunft der Kinder und Familien in Bangladesch leistet.